eure Game Engineers. Willkommen zu einer der letzten Folgen für dieses Let's Play. Ja, ich weiß, ich habe erst 90 Sterne, aber das hat sich schnell. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber das wird sehr, sehr schnell gehen. Jetzt muss ich erstmal diese Truhen hier öffnen. Ich hoffe, ich steuere hier auf die richtige zu. Natürlich nicht. Das ist hier mehr so ein Ratespiel. Aber wenn man einmal die richtige gefunden hat, geht es, glaube ich, in eine Uhrzeigersinnrichtung weiter. Ja, muss ja faktisch, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die hier müsste es tatsächlich sein. Nö. Moment, hier sind Münzen. Der Haifisch hilft einem, glaube ich, sogar. Ach komm, Mario, du stellst dich ja mit Absicht wieder dämlich. Lol, geiler Bug. Ja. Die letzte ist die... Die letzte müsste die oben beim Strudel selbst sein. Die ist am schwierigsten zu öffnen. Oh, wie ich diese Sogkraft an dem Teil hasse. Gott, ist das beschissen! Naja, da ist die Truhe. Am besten man holt sich durch die Ringe noch einmal kurz Leben. Und lass dich dann einfach hinziehen. Müsste ja nicht eh passen. Ja, ja. Ja. Und jetzt ist die Kunst, aus dem Dreck wieder rauszukommen. Einfach A drücken, so schnell man kann. Ich bin da schon etwas geübt, also ich kann... Sagen wir mal so 400 Mal in der Minute auf die scheiß Taste draufhämmern. Kein Scherz, haben wir abgemessen. Wir haben einen Taschenrechner hergenommen. Ich habe es wie einen Controller gehalten und dann einfach immer 1 plus 1. Und dann haben wir am Ende 2 abgezogen. Also das war dann schon relativ genau. Wir sind auf 414 gekommen. Das heißt, 412 Mal habe ich alleine gedrückt. Naja. So kann man natürlich auch die Fähigkeiten trainieren mit einem Taschenrechner. Springe zu den roten... Oh, nee. Ja, 100 Münzen Mission. Obwohl, dann hat es hinter uns. Kommt schon, los. Schwimm, du fette... Kann... Jetzt wollte ich schon sagen, du fette Kanonenkugel. Du fetter Gumba. Verschnitt. Mich wundert es eigentlich, dass er nicht oben auftreibt. Ein echtes Wunder, liebe Leute. So, und irgendwo waren hier doch noch Münzen beim Strudel. Okay, gut, hat sich erledigt. Weiter, weiter, kommt schon. Kurz einsaugen. Aber ich verstehe nicht, wie geldgeil ist Mario eigentlich, dass der durch, also nicht, Münzen Luft unter Wasser bekommt. Dass der so, weiß ich nicht, mit Luft länger auskommt. Das, oder dadurch mehr Kraft gewinnt. Die Geldgeilheit besitze nicht mal ich und ich bin YouTuber. Also, Mario, da kannst du dir eine Scheibe abschneiden.
da sieht man es mal wieder. Link ist bescheiden. Wenn der Rubine einsammelt, passiert gar nichts. Der muss Herzen einsammeln. Der kriegt durch Liebe wieder Energie. Okay. Wenn man da jetzt an Zelda denkt, kommt was ganz Blödes dabei raus. Halt einfach die Fresse, Danz. Halt einfach die Fresse. Ja, es gibt im Übrigen noch einen Ringstern. Den hier. Da gibt es aber einen Trick, wie man das schaffen kann. Ich glaube, man muss es sogar anwenden, sonst kriegt man es eh nicht hin. Sind hier unten noch irgendwo Münzen? Und ich verstehe nicht, was bringt einem der Panzer hier im Wasser? Mach auf! Der geht ja auch unter Wasser! Das wusste ich gar nicht! Scheiße, ich bin auf Z gekommen. Ey Leute, hat das irgendwer von euch jemals gewusst, dass der blöde Panzer unter Wasser auch funktioniert? Wenn ja, dann schreibt ihr mir das jetzt in die Kommentare. Ich fass das gerade nicht! Mein Leben lang schwimme ich hier so wie ein belämmerter Idiot und da kann ich deine Panzer verwenden! Ey, ich glaube, ich frage dann mitten im Let's Play einmal Mark, ob er das mit dem Panzer gewusst hat, dass man den unter Wasser auch einsetzen kann. Ich sag's nicht, wie sie ist, wenn das passiert, ich feiere eine Party. Eine Mario Party! Nee, Spaß. Schluss mit lustig. Zurück zur Arbeit. Vorsicht! Kacke! Moment mal! Da war ja was! Man kann sich im Übrigen auch im Long Jump an die Stangen dranhängen, würde ich aber ehrlich gesagt nicht empfehlen. So, allein hier sind schon drei rote Münzen. Okay, das heißt, wir brauchen noch sieben. Heißt natürlich wiederum, wir benötigen... wo fährst du hin? Okay, gut. Das heißt aber leider wiederum, dass wir noch einige Münzen benötigen und ich weiß gerade nicht, ob sich das ausgeht. Ich meine, wir wissen, in der grünen Giftgrotte gab es zwar auch nur 104 reguläre, der Rest war durch Gegner zu holen. Entschuldigung. Das ist die fieseste Stange, die es gibt. Vor allem, weil Mario überhaupt nicht in die Richtung geht. Hohoho. So, damit wir das Ganze hier nicht zweimal machen müssen, state ich kurz. Weil ich denke, das ist auch langweilig und das werdet ihr mal hoffentlich auch... Okay. Fall erledigt. Nein, ich hatte... Oh, ich habe so wenige. Es sind nur mehr vier rote Münzen. Heißt, ich kriege gerade mal acht. Das heißt, ich habe nicht mal so viele, aber doch einige zu wenig. Wo kriege ich denn die jetzt her? Ach, wisst ihr was, das geht so schneller. Ich muss da sowieso nochmal hoch, also... Ich brauche auf jeden Fall noch vier Münzen.
Erzähl mir nicht, dass die hier nicht da sind. Wo hätte ich denn da welche übersehen? Ach so, hier. Wow. Achtung, das Ding zieht uns nach draußen. Na ja, komm schon. Mario, komm schon, setz deine ganze Geldgeilheit auf einen Punkt. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Ja, mehr kämpfen, los. Ja, davon gekommen. Normalerweise müsste man das mit dem Panzer machen. Aber das weiß irgendwie keine Sau, dass man den auch unter Wasser einsetzen kann. Habe ich noch nie gesehen, dass das wer gemacht hätte. Und ich habe es gezeigt und habe es auf Kamera. Ja. Okay, Schluss mit dem schwulen Gerede. Bin ich ja nicht. Und ich sehe gerade, ein Hund ist bei mir im Zimmer. Hey, Conny. Na, magst du auch mal was sagen? Hm? Und das nächste Arschloch. Höchst interessant. Hopp. Ich hasse es, zwischen den Stangen hin und her zu springen. Wenn es eins gibt, was er nicht leiden kann, dann ist es genau das. Ach so, kann man das steuern. Verstehe. Jetzt habe ich es kapiert. Doppelstern spawn. Und das ist der Glitch, den ich euch allen zeigen wollte. Habt ihr es gesehen? Deswegen habe ich jetzt auch oben drauf spekuliert, dass ich die Münzen oben sammeln muss. Damit genau das passiert. Weil ihr habt ja kurz gesehen, dass ich auf einmal von oben herab im Wasser unten gespawnt bin und dann auf einmal an der Oberfläche war. Das ist ein Glitch, den ich versehentlich als Kind mal ausgelöst habe. Der funktioniert auch auf dem 64. Ja, Mario, du bist dumm wie 100 Meter Feldweg, wirklich. Idiot! Ja, ich hoffe, ihr gebt mir alle einen Daumen hoch für diesen Glitch hier. Er wird sowieso nochmal in Dunstact aufgezeigt werden. Da werde ich noch einmal alle Szenen so zusammenschneiden. Deswegen muss ich mir auch das ganze Let's Play über die Folgen aufheben. Mein PC hasst mich ja dafür, Gott sei Dank gibt es sowas, das nennt sich Format Factory, damit kann man das wesentlich hoch runter rendern. Also sehr, sehr gut runter rendern. Das kann es nicht sein, dass das eine ganze Folge gefressen hat. Naja. Ach komm, einen Stern machen wir noch. Machen wir halt ein bisschen längeren Part, 15 Minuten sind eh ganz gut. Schwimme durch die Ringe. Ja, das Wort Schwimme ist hier eigentlich falsch am Platz. Ich hoffe, ihr gebt mir wirklich einen Daumen hoch für den Glitch, für den habe ich das Kind selbst gefunden. Und das mit dem Panzer wusste ich bisher auch nicht, also das ist der beste Part. Dazu gibt es auch das geilste Thumbnail von mir. Ich kann es kaum erwarten, wenn ich den Part hier hochladen kann. Vor allem, ich liebe Thumbnails erstellen, wirklich. Ich mag das.
Vor allem, ich habe mir da einen guten Photoshop herausgesucht, der meiner Meinung nach total dafür ausreicht. Mit dem ich auch momentan sehr, sehr gut umgehen kann. Den Photoshop CS2. Ich weiß, der wird nicht mehr unterstützt von den Adobe-Werken, aber ich finde ihn einfach endgeil. Ich mag ihn. Und ich tue mir da eigentlich ganz, ganz easy. Das ist alles supi. So, jetzt müssen wir nach unten. Komm her. Komm schon. Mensch Mario, was machst du denn? Komm schon. Okay, mir reicht's. Das ist genug. Und den letzten Stern kann ich eigentlich auch direkt holen. Das ist eh scheißegal. Man kann es auch mit der Stahlkappe machen. Allerdings muss man da, glaube ich, ziemlich genau treffen, was das belangt. Da drin ist im Übrigen auch noch ein Stern, das ist der letzte hier. Was? Man muss da durchschwimmen? Okay Leute, das spule ich euch vor. Das ist ja nicht zum Ertragen. Vor allem, wenn er immer rausschwimmt, wirklich. Er schwimmt immer raus. Ich hasse es. Ich hasse diese Mission. So ein schwuler Scheiß, wirklich. Deswegen mag ich die Welt hier nicht. Diese Ringmission ist zum Kotzen. Yes, my boys! Triggered! Ja, man scheißt hier ziemlich lange rum. Es sind schon 18 Minuten. Ich wollte eigentlich nur 15 aufnehmen. Egal. Mal wieder ein 20er. Bam! Ich muss dann nur vorher, bevor ich diesen einen Stern mit 100 Münzen hole, muss ich dann halt eine Glitch-Warnung ein... Scheiß Fliege. Ich habe so eine blöde Fliege in meinem Zimmer, die hockt sich immer an, irgendwo an meinen Armen oder so an, wenn ich versuche, die nach Hautfetzen oder was geht. Nee, daneben. Vor allem, die lockt immer ihre Kollegen her. Jedes Mal, ich erwisch alle bis auf sie. Das ist immer dieselbe. Die kannst du einfach nicht erschlagen. Egal, machen wir jetzt den letzten Stern. Ich hasse Fliegen. Drecksviecher. Vereine die Mützen, ne? Ja. Ja, man kann auch zwei Kappenfähigkeiten gleichzeitig haben. Bei drei weiß ich nicht, das kann man im Spiel überhaupt nicht austesten. Es gibt keine Welt, in der man alle drei Kappenfähigkeiten hätte. Zumindest auf so engem Raum, dass man sie gleichzeitig nutzen könnte. Aber vermutlich würde es nicht gehen. Weil Metall und... ja, Flugkappe vertragen sich ja nicht, weil das ist sehr gegensätzlich. Bei der einen wird er leichter, bei der anderen schwerer. Thank you.
So, man macht jetzt hier folgendes. Schwimmt hier rum. Kann auch gleich da nach vorne gehen. Ziel ist folgendes. Man muss die Kappenfähigkeiten so vereinen. Und darf kaum Zeit verlieren. Wenn man die Karten nicht verwendet, dann kann man es auch nicht schaffen. Man muss im Übrigen den zeitlichen Weg gehen. Ansonsten wirken die beiden Karten nicht lange genug. So geht's natürlich. Geschafft. Welt completed. Jo Leute, das war's mal wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Proloking auf Rettungsmission. Ja, ich weiß, ich habe die Serie ein bisschen außer Acht gelassen, was soll ich machen? Aber trotzdem.